Moin und herzlich willkommen im neuen Video von Motorrad Christiansen. Wir sitzen mit unserer Firma in Münster und heute geht es endlich mit dem BMW-Umbau weiter. Seit Monaten bekommen wir Nachrichten von euch, dass wir damit endlich mal weitermachen sollen. Jetzt stand das gute Schätzchen hier ewig lange auf einer Palette hier bei uns in der Firma rum und wir haben nichts mehr gemacht. Jetzt haben wir gerade Anfang Mai, das Wetter ist echt beschissen und da wir gerade draußen keine Fahrvideos und so machen können, machen wir jetzt mit BMW weiter. Wir werden das über das ganze Jahr verteilt immer mal wieder in Angriff nehmen und unser Ziel ist, dass nach dem nächsten Winter das Moped fertig ist und im nächsten Frühjahr auf die Straße kann. Dafür werden wir aber ein bisschen mehr machen als gedacht. Wir werden auch ein paar Sachen mit Licht machen und so weiter. Können wir direkt mal gucken. Hier an der Seite ist der Kurbelgehäusedeckel vom Motor hier. Wie ihr hier seht, hier lässt sich schön auf die Kurbelwelle gucken und dann sitzt hier eigentlich hier an der Seite der Deckel drauf. Der Schlauch, der geht einmal hier durch den Deckel, durch diese Öffnung durch. So, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Und dann ist der hier so montiert und jetzt möchten wir als Gimmick hier eine Glasscheibe reinmachen, dass wenn der Motor läuft, man schön zugucken kann, was da drin so passiert. Und dann beleuchten wir das noch mit ein paar LEDs. Dafür müssen wir dann natürlich heute hier erstmal ein Loch reinschneiden in den Deckel. Jetzt haben wir ja hier schon diese Vertiefung. Hier, zeig mal hier die Vertiefung von dem Deckel hier, ne? Da seht ihr ja diese Rillen und wenn ich den Deckel jetzt einmal umdrehe, dann sieht man, dass die Vertiefung hier einmal so quer über den Deckel geht. Die Stege, die eigentlich zur Versteifung vom Deckel sind, mache ich raus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das trotzdem halten wird. Wir schneiden dann einmal hier vorne gerade runter, lassen ein Stückchen stehen, damit wir hinter die Scheibe sauber einkleben können. Schneiden hier einmal lang, schneiden einmal hier lang und dann einmal längs an diesen beiden Rillen komplett. Und dann haben wir hier hinterher eine richtig schöne Scheibe drin. Holen wir uns Sicherheitsglas vom Glaser und dann kleben wir die mal ein und gucken mal, wie das wird. Ich selber habe das so an einem Fahrzeug auch nicht gemacht. Wir wollen einfach mal ein paar neue Sachen ausprobieren. Ich würde mal sagen, zerschneiden wir mal das gute Stück, ne? Wie sich das gehört, natürlich Gehörschutz und Schutzbrille. Nice. Für diese Druckluft-Dremel hier, die sind so hölle laut, da braucht man auch wirklich einen Gehörschutz. Da fallen einem sonst die Ohren ab. Und unser Kameramann, der darf ohne arbeiten. So, gucken wir mal, wo wir ein bisschen Platz haben. Wie sich das gehört, ist ein bisschen zugerümpelt hier, ist aber auch nicht weiter schlimm. Da ich hier oben die Linien schon vorgegeben habe, schneide ich jetzt erstmal mit der normalen Flex hier oben einmal neben den Rillen, einmal längs lang. Und dann machen wir mit dem Dremel gleich die Querschnitte und die Feinausarbeitung machen wir dann gleich. Wird jetzt mal kurz ein bisschen laut, außer für mich wird es nicht so laut. So, ich habe jetzt mal erstmal nur einmal ein kleines Stück reingeschnitten, um zu gucken, wo wir hier sind. Ihr seht jetzt, hier steht jetzt noch ein kleines Stück von dieser Erhöhung. Die will ich eigentlich weghaben, damit ich hinterher die Glasscheibe hier unten flach einkleben kann. Das heißt, wir müssen hier noch weiter außen schneiden, als ich das jetzt gemacht habe. Wenn ihr noch nicht so viel mit einer Flex gearbeitet habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall ein bisschen üben. Aber ich habe hier schon einen schönen geraden Schnitt gekriegt. Wenn das hinterher noch ein bisschen weller Form ist, dann mache ich das mit der Hand mit der Feile weg. Und man sieht da, ich bin jetzt genau auf der Kante, wo ich es haben wollte. Der Grat, der hier rausguckt, das ist nicht so schlimm. Wie gesagt, das bearbeiten wir nachher mit der Feile. Wir gucken jetzt erstmal, wie weit wir schneiden können, weil wir hier noch einen Zentimeter Fleisch auch hinterher für die Glasscheibe wieder brauchen. Also machen wir mal noch ein bisschen mehr Krach. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Ihr seht, die Schnittkante ist bis hier. Ich will ungefähr einen Zentimeter vom Rand stehen lassen, aber das mache ich dann später mit dem Dremel. Ich mache jetzt mit der Flex erstmal ein grobes Stück raus, damit es auch vorwärts geht. Aber wir können schon mal ein ganzes Stück in die andere Richtung weiter schneiden. Jo, hier sieht auch ganz gut aus. Da bin ich jetzt auch so ein Stück von der Kante weg. Das mache ich jetzt auf der gegenüberliegenden Seite auch. Und dann haben wir gleich schon mal das erste Fenster drin und können uns angucken, wie das aussieht. Akku verlässt uns. Ich hole mal gerade einen frischen Akku. Okay. Bei den Flex sind die 3 Ampere Akkus scheiße. Nur die ganzen 5 Ampere Akkus sind belegt. Ich bin gleich wieder da.
So, jetzt brauchen wir ein bisschen Druckluft. Klauen wir mal eben hier von der Reifenmaschine. Und jetzt kommt der Teil, der hier ordentlich Krach macht. So, ersten Teil haben wir erledigt. So, so sieht der ganze Deckel jetzt aus, beziehungsweise das ist hinterher am Motorrad vorne. Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall ziemlich cool. Damit man dann hinterher, wenn wir auf den Deckel gucken, dass man die Stege nicht so sieht, schneide ich gleich mit einem Dremel hier die Versteifung noch zum großen Teil raus. Nicht ganz, aber vielleicht einmal so diagonal hier rüber. Das mache ich bei den kleinen und bei den großen auch überall. Und hinterher hier natürlich noch ein Stück nach außen. Wir haben ja hier noch Luft. Und dann können wir da hinterher eine schöne Scheibe reinmachen. Und jetzt können wir schon mal gucken, wie das am Fahrzeug aussieht. Muss mal gucken. Druckluftpistole. So, na, bleib mal dran kurz. Mal gucken, ob ich eben eine Taschenlampe finde. Und ich glaube, das sieht hinterher ziemlich cool aus, weil hier wird natürlich auch die ganze Zeit die Kurbelwelle mit Öl umspült. Ne? Und wenn wir das dann hinterher beleuchtet haben, dann kann man da richtig schön reingucken. Dann wird das auch richtig hell. Und ich glaube, das wird schon eine richtig geile Angelegenheit, wenn da ein paar Lampen drin sind. Wir müssen noch mal gucken, wo wir die LEDs reinmachen. Ich habe mir da schon ein paar Gedanken zugemacht. Ich will jetzt ungern hier irgendwo eine Kabeldurchführung, weil man das dann hinterher vom Fahrzeug aus sieht. Ich denke, dass wir das von innen im Motorgehäuse irgendwo eine Bohrung machen und die LEDs irgendwo hier dann immer zwischen den Kurbelwellenwangen anbringen werden. Ich mache den Deckel noch ein bisschen hübsch, das braucht ihr euch jetzt nicht alles angucken, ihr wisst, worum es geht. Im nächsten Video gibt es auch ein bisschen mehr Input, weil wir haben das jetzt hier kurzfristig eben mal auf die Bühne geschoben, damit wir euch mal wieder ein bisschen Input zum Thema BMW-Umbau bieten können. Da kommt jetzt auf jeden Fall kurzfristig mehr, ihr müsst nicht wieder monatelang warten, ist versprochen. Und wir gucken mal, was uns da jetzt noch einfällt, weil wir ja jetzt gesagt haben, wir machen da doch ein bisschen mehr als ursprünglich geplant. Deshalb auch die Beleuchtungsklamotten, dann wird das Bike auch hinterher ein richtiger Eyecatcher, was auch nachts bestimmt cool wird. Wir werden noch Felgen beleuchten und andere Sachen machen. Also da kommen noch richtig, richtig coole Sachen. Wenn ihr sonst Probleme mit eurem Bike habt oder irgendwas in der Werkstatt braucht, Inspektion, was auch immer, kommt zu uns. Wir haben hier Mechaniker ohne Ende. Wir haben Berufserfahrung ohne Ende. Kommt zu uns in eine Werkstatt, meldet euch, macht einen Termin. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.